Ich bin hier, du wirst in Ordnung sein. Ich verspreche es. Ich freue mich auf unser Leben mit meinem Kind. Mein Sohn? Ein Igel. Die Hälfte eines Igels. Ich bin geschüttelt, aber ich meine... Das ist nicht mein Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Unseren Sohn. Wie kannst du das sagen? Wie kann ich ein Monster leben? Ich mache das, weil ich dich liebe. Ich bin so allein. Meine Familie haben mich verlassen. Aber ich habe meine Gitarre. Ich bin verloren. Kannst du mir helfen? Ja, okay. Aber du musst mir das Erste geben, was wir sehen, wenn wir zu deinem Schloss kommen. Bitte, unterschreiben Sie diesen Kontrakt und versprich es mir. Er ist ein Igel. Er nicht lesen kann. Ich werde ihn ausdrücken. Ja, okay. Ich werde den Kontrakt unterschreiben. Wir sind hier. Ja, das ist mein Kontrakt. Danke, Hans. Wo ist das? Warte! Ich will deine Tochter. Hahaha, du bist nicht analphabetisch. Ich würde etwas nicht dir geben. Das ist dann okay. Auf Wiedersehen. Bitte, können Sie mir helfen? Ich brauche zu Hause gehen. Natürlich, aber Sie müssen der erste Ding geben, das wir sehen. Ah, das ist gut. Okay, jetzt gehen. Ich will deine Tochter. Ich will das nicht, aber als ich muss... König, gib mir deine Tochter. Komm, lass uns gehen. Dein Vater ist sehr unhöflich. Ich habe sehr Hass von ihm und für dich. So, ich werde dich aufspülen und zu deinem Königreich zurücksenden. Geh nach Hause. Es tut mir leid darüber. Ich gehe jetzt heim. König, ich muss deine Tochter haben. Ja, ich muss meine Tochter dich geben. Hier kommt sie. Geh nach Hause, meine Liebe. Lass uns gehen. Ah, du bist ein gutes Mädchen. Ich liebe dich. Wir müssen verheiraten. Mein Vater hat ja gesehen, als ich muss. Hör gut zu, du schlechtes König. Es ist absolut wichtig, dass hier ein großes Feuer herrscht und bald. Aber warum? Frag nicht, Idiot. Du wirst sehen. Hans, du siehst so wie ein Mensch aus. Ja, mein König. So sehe ich wirklich aus. Vater, ich bin zu Hause. We're meeting in 115. I posted in